Oh nein, ein Mutantenfieber hat das Haus von diesen Kindern zerstört und sie haben jetzt keinen Platz mehr zum Leben. Wir müssen ihnen ein Haus bauen, damit sie wieder glücklich werden und irgendwo leben können. Leute, kein Problem. Ich habe schon ein Haus gebaut, wo die ganzen Kinder leben können. Billy, die werden auf keinen Fall in deiner ranzigen Bude leben. Das stinkt dort alles. Was meinst du? Die riecht voll gut nach Pupsi. Ew, Billy, Pupsi riecht nicht gut. Ich habe eine bessere Idee. Und zwar werde ich hier vorne hingehen und den Command /paste benutzen. Und wow, Leute, somit haben wir hier ein riesiges Rainbow-Haus gespawnt, was jetzt aber noch leer ist und wo wir jetzt ganz, ganz viele Räume für die armen Kinder hinbauen müssen. Sim Lucky, ich werde dir helfen, weil bei Billy stinkt das alles. Was reden Sie da? Ich will sowieso viel besser bauen. Die Kinder werden alle zu mir kommen, denn hier sind sie sicher. Oh nein, Billy, bei uns wird es denen viel mehr gefallen. Als allererstes starten wir mit dem roten Raum. Und ich habe eine Idee. Wir werden hier einfach ein Schlafzimmer bauen, plus ein Astronautenzimmer. Hey, was? Ein Schlafzimmer? Oh Mann, ich bin richtig gespannt. Ich werde mich um das Schlafzimmer kümmern. Du kannst das Astronautenzimmer anmachen, wie auch immer du das anstellen willst. Ich habe da schon eine richtig gute Idee. Als allererstes schnapp ich mir hier vorne ganz viele Sterne, damit es wirklich so aussieht, als ob man im Weltall wäre. Und die kann ich jetzt hier überall platzieren, Freunde. Schaut mal, wie cool das aussieht. Die kann ich jetzt hier überall an der Decke platzieren, damit man wirklich denkt, man wäre im Weltall. Sieht das nicht cool aus? Ja, und ich platziere hier schon mal ganz, ganz viele Betten. Das sind solche Rainbow-Betten. Also für jedes Kind ist hier was dabei. Oh ja, Nelly, das machst du super. Damit wir das hier nochmal richtig cool dekorieren, würde ich sagen, schnapp ich mir hier einfach solche Weltallbilder und die können wir hier überall aufhängen. Schau mal, wie cool die aussehen. Wow, ey, die sind ja voll riesig. Die sehen mega aus. Und schau mal, hier ist sogar noch ein Bild von uns im Sonnensystem. Oh Mann, sieht das cool aus. Und hey, Billy, was macht eigentlich deine stinkende Bude dort drüben? System Lucky, bei mir läuft alles super. Ich bin noch am überlegen, was ich machen soll. Warte mal, Billy, du hast nicht mal angefangen? System Lucky, vertrau mir, die Vorbereitung ist alles. Billy, du bereitest nichts vor, du denkst einfach nur nach. Und ich weiß ganz genau, am Ende wird da sowieso nur Blödsinn rumkommen. System Lucky, bei mir sieht schon viel cooler aus als bei dir. Oh nein, ganz sicherlich nicht. Schau mal, was wir hier alle schon gebaut haben. Und weißt du was, Billy, um das Ganze nochmal richtig krass abzugraden, werde ich jetzt hier einfach eine Rakete draußen platzieren. Warte, Lucky, das ist doch unmöglich. Wie soll die Rakete hochfliegen? Du musst da Pupsi reinmachen, ganz wichtig. Was? Nee, ich tue da auf sicherlich als Treibstoff kein Pupsi rein. Dann stürzt die Rakete nur ab. Bevor ich die Rakete aber platzieren kann, werde ich hier vorne noch so ein Launchpad platzieren. Und darauf kann ich jetzt die Rakete tun. Und damit kann man wirklich ins Weltall fliegen. Lucky, das sind die ganzen Kinder doch gar nicht sicher. Oh doch, Billy, das ist unser Plan B. Falls der Mutantencreeper die ganze Welt zerstört, müssen wir irgendwo entkommen, Billy. Daran hast du nicht gedacht, oder? Doch, daran habe ich schon gedacht, Lucky, aber ich verrate dir nicht, was mein Plan war. Billy, das ist gelogen. Du hast dafür keinen Plan. Mit der Rakete können sie richtig gut entkommen. Und wow, Nelly, das sieht ja schon mal richtig super aus. Hey, Sim Lucky, ja, danke, das sieht richtig gut aus. Aber ich habe noch eine Idee, weil wir ja ins Weltall gehen, brauchen wir noch einen Astronautenanzug. Oh ja, stimmt, Nelly, du hast sowas von recht. Das müssen wir auch noch tun. Ich würde sagen, darüber kannst du dich ja kümmern. Ich werde in der Zeit einfach noch solche richtig coolen Dinge platzieren, die aussehen wie Aliens. Warte mal, du meinst so wie Aliens, so wie Billy? Warte, was hast du da gerade gesagt? Ich hoffe, Billy hat das nicht gehört. Das habe ich ganz genau gehört. Warum sagt ihr das? Ey, Louis, ihr seid so fies. Oh Mann, Billy, du musst da jetzt nichts sagen. Du bist viel öfter am Beleidigen. Das ist Rache geben. Wusstest du, ich bin mit Aliens befreundet. Die werden uns jetzt zerstören. Was? Billy, du bist doch nicht mit Aliens befreundet. Doch, ich bin nämlich mit dir befreundet. Hey, Billy, was soll das denn jetzt heißen? Oh Mann, ich platziere jetzt sofort hier so eine richtig... Oh Junge, das sieht wirklich aus wie ein Alien, Freunde. Wie so ein winziges Alien. Sim Lucky, meinst du nicht, das ist ein bisschen zu gruselig? Die sehen richtig böse aus. Oh nein, Nelly, keine Sorge. Das sind keine richtigen Aliens. Hier noch so ein Geist, weil das ja uns das Weltraumzimmer wird, müssen wir das natürlich auch passend dekorieren. Hier vorne kommt noch so ein kleiner Oktopus hin in grün und hier so eine Pilzlampe, damit es auch abends ein Licht gibt. Und ganz, ganz viele grüne Frösche noch, Leute. Und somit würde ich sagen, ist unser Zimmer schon fertig. Nelly, platzierst du hier gerade die Anzüge? Ja, ganz
ganzen Weltraumanzüge. Schau mal, hier vorne machen wir einen roten hin. Oh ja, das sieht perfekt aus. Und auf der anderen Seite platzieren noch einen weißen. Aber ich finde, rot ist die beste Farbe, Leute. Findet ihr es auch? Dann schreibt alle Hashtag Team Rot in die Kommentare. Nein, Leute, schreibt alle Hashtag Team Pink oder Hashtag Team Lila in die Kommentare. Alles Hashtag Team Pupsi in die Kommentare. Billy, Pupsi ist keine Farbe. Doch, Pupsi ist eine Farbe, wusstest du nicht? Billy, du kommst immer auf richtig blöde Gedanken, das stimmt nicht. Doch, Pupsi ist grün, ist blau, ich weiß selber nicht. Billy, du weißt aber nicht, wie Farben, welche Farbe was ist, oh Mann. Okay, auf der orangen Seite werden wir eine Küche machen, weil hier schon so ein richtig cooles Muster ist. Und dafür müssen wir als allererstes hier die Küche erstmal platzieren und wir umranden das so richtig cool, Freunde. Und hier wird jetzt der Bereich sein, wo man richtig viel kochen kann. Davor werde ich aber hier noch auch ein paar Schränke einbauen, wo man ganz viele Sachen lagern kann. Darum werde ich mich kümmern. Ich werde den ganzen Kindern richtig tolle Speisen kochen. Ihr wollt Speisen kochen, Junge, Alter. Ich hab's von mir gesehen. Ja, ihr macht so schlechtes Essen, ne? Billy, warum kommst du schon wieder von der Ecke und sagst, dass wir schlechtes Essen machen? Hast du Besseres? Tja, ich hab schon gedacht, dass du das mich fragen willst. Schau mal, wir machen, was ich hier gerade zubereite. Billy, was soll das sein? Ich weiß nicht, was das ist. Das ist die leckerste Pupsi-Suppe, die es überhaupt auf dem Planeten gibt. Was? Pupsi-Suppe? Oh, bah, Igitt, Billy, deswegen stinkt sie auch so. Mann, die ganzen Kinder, die ekeln sich doch schon vor dir. Ich finde das voll lecker, nicht wahr, Kinder? Das stinkt voll, das Essen. Billy, hast du das gehört? Ey, das Kind, das weiß nicht, was richtig schmeckt. Das sind doch Kinder, die verstehen nicht, was gut schmeckt. Die müssen erstmal groß werden. Oh, Mann, Billy, nein. Die Kinder sind immer ehrlich. Und wenn die sagen, das ist schlecht riecht, dann haben die da auch recht wahrscheinlich. Oh Mann, oh Nelly, du baust ja schon richtig gut die Küche. Ja, ich habe ja in der Zeit, war ich nicht unter. Ich habe schon richtig viele Sachen gemacht. Oh Mann, oh, das sieht ja mal ultra nice aus, Nelly. Wow, du baust das richtig toll. Aber weißt du, was du vergessen hast? Wir brauchen natürlich auch noch einen Kühlschrank, wo wir uns das ganze Essen lagern können, damit das auch nicht vergammelt oder so. Ja, du hast recht. Schau mal, was ich hier vorbereitet habe. Oh wow, du hast hier ganz viele Kokosnussdrinks und was noch? Junge, ganz, ganz viele leckere Süßigkeiten. Ja, du weißt doch, ich mag richtig gern backen und so. Okay, Nelly, aber ich habe hier auch schon ein paar coole Sachen vorbereitet, wie zum Beispiel Sushi. Oder was haben wir hier noch? Ganz viele Donuts. Warte, ich mach das hier vorne mal weg, denn das sieht so noch viel, viel cooler aus. Wir haben hier noch ganz viele Wassermelonen, damit hier nicht nur ungesundes Zeug ist. Schaut mal, Freunde, hier ist sogar noch so ein Hamburger. Was? Burger ist das sogar? Leute, ich hab was viel Besseres. Billy, du hast nie im Leben was Besseres. Meinst du deine Pupsi-Suppe? Nee, Leute, ich meine Burger Pommes. Was? Burger? Was soll das sein, Billy? Nee, ich meine Burger Pupsi. Das ist richtig lecker. Vertraut mir. Billy, das ist total ekelhaft. Was auch immer das ist, Leute. Schreibt mir in die Kommentare, falls ihr das kennt. Ich weiß nicht, worüber Billy da redet gerade. Wir schnappen uns hier vorne auch noch so eine Waffel. Die platzieren wir hier. Und jetzt haben wir hier schon das beste Essen. Hey, Simlucky, schau mal. Ich habe hier sogar schon so einen Ofen hingemacht. Da können wir immer schön coole Süßigkeiten backen für die Kinder. Oh ja, Nelly, das ist perfekt. Aber wir dürfen nicht nur Süßes dem backen. Ich werde jetzt hier noch einen Vorrat machen, damit die Kinder hier für immer Essen haben. Denn gleich kommt der Mutanten-Creeper. Und dann müssen wir auf jeden Fall hier ganz viel Vorrat haben, falls wir nicht mehr raus können aus diesem Haus. Dann müssen wir hier lange überleben können. Genau deswegen werde ich jetzt hier ganz viele Fässer mit Tomaten platzieren. Hier platzieren wir ganz viele Fässer mit Zwiebeln, mit Karotten, damit die auch jedes Vitamin haben, was es auf der Welt gibt. Ganz viele Kartoffeln, die halten satt, Leute. Und als letztes platzieren wir hier noch rote Beete, das ist ziemlich gesund. Und hier noch Salat, ganz, ganz viel. Okay, hier haben wir richtig viele Süßigkeiten. Hier haben wir richtig viel gesundes Essen. Das sollte reichen für unsere Kinder. Und jetzt haben wir hier einfach eine riesige Küche. Ja, Simlucky, wir sind schon fast fertig. Fehlt nur eine Sache. Ein riesen Tisch. Oh ja, Nelly, stimmt. Du hast recht. Das habe ich ja voll vergessen. Ich schau mal, ob ich im Menü irgendwas finde, was wir da hin platzieren können. Schau mal, ich habe den Tisch nochmal ausgetauscht. So sieht der viel besser aus. Oh ja, Nelly, du hast recht. Jetzt brauchen wir nur noch Stühle. Und ich schnapp mir hier auch mal welche. Und zwar schnappen wir uns rote Stühle, weil der Raum natürlich auch rot ist. Und genau deswegen brauchen wir auch rote Stühle. Und die können wir hier überall platzieren. Warte mal, wie viele Kinder sind dort draußen? Ich zähl mal kurz nach. 1, 2, 3, 4, 5. Es sind 7 Kinder, Nelly. Deswegen brauchen wir auch 7 Stühle, damit wir auch keins vergessen. Zähle ich nochmal genau nach. Das sind genau 7 Stück, Nelly. Okay, perfekt. Ich darf nicht unsere Stühle vergessen. Wir werden hier auch manchmal vorbeikommen. Oh ja, stimmt. Irgendeiner muss ja auch noch auf die Kinder aufpassen. Leute, ich werd extra Babysitter für die ganzen Kinder nehmen. Oh Mann, Billy, gut, dass du nicht auf die Kinder aufpasst hast. Das würde nur schlimm enden. Was soll das denn jetzt heißen? Ey, ich hab richtig gut Zeit für Kinder entziehen. Ich werde immer Pussy zu essen
geben. Genau das ist das Problem, Billy. Okay, komm mal mit in den zweiten Stock, Nelly. Hier können wir jetzt anfangen, einen Zoo zu bauen. Wie cool wäre das denn? In einem Rainbow House ein Zoo. Wow, Sam Lucky, das ist total die super Idee, einfach ein Zoo zu bauen. Lass uns das sofort bei diesem gelben Bereich hier machen. Okay, Nelly, schau mal, ich habe hier sogar auch schon so einen gelben Zaun vorbereitet. Und jetzt werden wir ganz, ganz viele Gehege für unsere ganzen Tiere so mitbauen. Schau mal, das wird so cool. Und ich wette, Billy wird niemals so coole Tiere platzieren, wie wir es tun werden. Leute, ich habe jetzt schon ein Zoo gebaut. Warum macht ihr mir nach? Was, Billy? Du hast jetzt schon ein Zoo gebaut? Niemals hast du es geschafft. Doch, Leute, das hab ich. Und ihr werdet niemals so coole Tiere haben wie ich. Der hat da bestimmt irgendwelche Schweine platziert. Billy, wo ist hier bitte sehr dein... Junge, sag mir nicht, das ist dein Zoo hier vorne. Was meinst du, Lucky Song? Das ist mein Zoo. Da sind ganz viele Freunde drin. Bah, Billy, was ist das denn? Warum sind da ganz viele Schweine drin? Das sind meine Lieblingsschweine. Der eine heißt Gertrud, der andere heißt Billy 2, Billy 3, Billy 3, Billy 4, Billy 5, Billy 5, Billy 5, Billy 6. Billy, kannst du dich zählen? Warum heißen die alle so wie du? Mir ist kein anderer Name außer Gertrud eingefallen. Ich hab's gedacht, wäre langweilig, wenn ich sie alle gleich nenne. Deswegen nenne ich den einen Billy 10, Billy 12, Billy 5. Okay, Billy, ich verstehe schon. Oh Mann, die ganzen armen Schweine, was machen die? Die sind komplett dreckig. Die mögen es dreckig, keine Sorge. Oh ja, stimmt eigentlich. Schweine, die mögen es wirklich dreckig. Naja, Billy, du kannst da bloß deine Schweine zu bauen. Ich werde ein viel cooler Zoo mit Nelly machen. Und zwar gehe ich hier mal wieder nach oben. Und Leute, falls ihr schon findet, dass wir viel besser gebaut haben, dann schreibt mal jetzt allen eins in die Kommentare. Oh ja, Freunde, schreibt allen eins in die Kommentare, falls Sim Lucky und Nelly besser gebaut haben als Billy. Und es schreibt allen zwei in die Kommentare, falls Billy besser gebaut hat. Sim Pupsi, let's go, Junge! Nein, Leute, schreibt alle eins in die Kommentare. Komm schon, Billy. Viel mehr Leute schreiben eins in die Kommentare als eine zwei. Haha. Ja, weil wir auch viel besser gebaut haben. Oh ja, das finde ich auch. Schau mal, wir haben jetzt schon mal das Gehege fertig gemacht. Das heißt, es wird Zeit für unseren allerersten Mob in unserem Zoo. Und das wird einfach ein Löwe. Beziehungsweise eine Löwenfamilie. Und daneben machen wir einfach ganz viele süße Katzen hin. Hey, nein, das... Junge, warum platzierst du die Katzen? Das gehört nicht in einen Zoo. Katzen, das sind eher Haustiere, aber doch nicht in einen Zoo rein. Okay, da halt nicht. Lass uns da was anderes hinmachen. Oh ja, wir haben hier schon viel krassere Katzen. Nämlich Löwen sind ja auch große Katzen einfach nur. Und das sind einfach solche B.A. Nelly, was machst du mit den Katzen? Ich hab nichts gemacht. Alles gut. Hey, du hast die alle gekillt, Nelly. Das habe ich ganz genau gesehen. Oh Mann, Alter, was geht bei dir denn ab? Okay, hier vorne werden wir noch ganz viele Zebras platzieren. Und das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass die Löwen nicht zu nah an den Zebras sind. Sonst essen die noch alle auf. Und genau deswegen haben wir hier auch uns einen Zaun, der die hier miteinander trennt. Hier platzieren wir jetzt noch eine Giraffe rein. Und Junge, da ist die riesig. Oder Leute, das war nicht so geplant. Wir haben Notfall. Nelly, wir haben Notfall. Tu die da Giraffe da ganz schnell wieder raus. Oh, zu spät mit der Giraffe. Das tut mir sehr leid. Okay, ich glaube, wir müssen für die Giraffe, das müssen wir jetzt ganz kurz ändern, Leute. Wir machen mal das Gehege für die Zebras dafür ein bisschen größer. Und dann platzieren wir hier als letztes einfach eine Schlange, Leute. Hier ist das Schlangengehege. Oh Mann, sieht das krass aus. Die, ich würde sagen, für die Giraffe werden wir das so machen, damit die auch wirklich sehr, sehr viel Platz hat. Die werden wir außen hin machen und wir machen extra ein Gehege außen für die. Und Nelly, in der Zeit, wo ich hier draußen das Gehege mache, würde ich sagen, kannst du dort alles dekorieren, damit es wirklich dort aussieht wie in einem Dschungel. Damit die Tiere sich auch wirklich wohlfühlen dort. Obwohl, die Löwen, die leben ja eher in der Savanne und die ganzen Zebras auch, plus die Schlangen. Egal, Nelly, bau da einfach das mal alles richtig schön. Ich mache in der Zeit hier das Gehege. Okay, Leute, ich habe jetzt den Zaun hier fertig gemacht und jetzt kommen hier die ganzen Giraffen rein. So, zack, zack, zack. Und wir machen hier natürlich auch mal wieder eine Familie rein. Schaut mal, wie super das aussieht. Und hier haben die jetzt auch wirklich richtig viel Platz. Ich gehe wieder kurz rein und Nelly, bist du schon fertig mit Dekorieren? Ja, Sim Lucky, ich bin schon richtig fertig. Ich habe richtig gut gebaut. Schau dir das mal an. Okay, Nelly, ich komme nach oben. Was hast du? Wow, ist hier ultra cool aus. Ja, ich sag doch. Aber Nelly, ich habe noch eine bisschen bessere Idee. Weil das hier ein gelber Raum ist, würde ich sagen, werde ich jetzt hier überall einfach sogar mit goldenen Blättern alles dekorieren. Wir machen hier einfach so einen goldenen Baum hin. Sieht das nicht cool aus? Hey, wir
hast du es gemacht? Einen goldenen Baum? Sowas gibt's doch gar nicht. Oh doch, in unserem Haus gibt es alles. Die Kinder werden das sowas von mögen. Hier werde ich jetzt noch so einen kleinen Baum hinmachen. Und jetzt kommen da ganz, ganz viele Blätter ran. Und die sind alle goldig, Leute. Das sieht doch schon mal richtig gut aus. Und ich habe jetzt eine kleine Idee. Ich glaube, wir brauchen noch ganz viele Lilianen. Die lassen das Ganze noch viel verwachsener aussehen. Dann fühlen sich die ganzen Tiere auch komplett wohl hier in unserem kleinen Zoo, Leute. Und somit haben wir den Zoo eigentlich auch schon fertig gebaut. Hey, Simlucky, du hast doch vergessen, die bauen ganz viel Essen. Oh ja, stimmt, Nelly. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ich wollte jetzt hier als nächstes mal eben ganz schnell eine Sonne platzieren, damit die es wirklich hier so haben wie im echten Leben. Und Freunde, das machen wir ganz einfach so, Freunde. Guck mal, das sieht einfach aus wie eine Sonne. Aber Nelly, du hast recht. Wir müssen den ganzen Tieren natürlich auch noch Futter geben, damit die hier nicht verhungern und sich vielleicht sogar gegenseitig aufessen. Du hast recht. Dafür habe ich schon eine richtig gute Idee. Ich weiß, was die ganzen Tiere essen. Okay, und natürlich habe ich uns hier einen gelben Tisch geschnappt, beziehungsweise so einen Bambustisch. Der sieht ultra nice aus. Jetzt brauchen wir nur noch hier vorne einen Rahmen, wo wir das ganze Essen reinplatzieren können. Simlucky, schau mal. Die ganzen Löwen, die brauchen ganz viel Salat, denn die essen am liebsten Salat. Nelly, was redest du da? Das stimmt nicht. Ja, Löwen essen gar nicht Salat, Nelly. Wusstest du nicht? Die essen ganz gerne Pupsi. Billy, alles... Jeder muss für dich Pupsi essen. Das stimmt auch nicht. Ihr beide wisst nicht, was die essen. Löwen essen Fleisch, Nelly. Was? Ganz viel Fleisch? Oh Mann, das ist doch voll gruselig. Oh nein, so ist halt die Natur, Nelly. Wir platzieren jetzt hier ganz viele Steaks für den Löwen. Und für die Zebras nehmen wir jetzt ganz viel Grünzeug. Für die Zebras habe ich was richtig Tolles. Schau mal, das ist so eine Special-Pflanze. Die wird hier richtig gut tun. Hä, was? Was ist das denn für ein Ding? Okay, damit können wir dann auch die Giraffen füttern. Ich weiß nicht, was für eine Pflanze das ist. Vertrau mir, das wird ihnen richtig schmecken. Okay, und die Schlangen haben auch das Fleisch zu essen. Und somit sind wir mit diesem Raum fertig, Nelly. Ab geht's in den grünen Raum. Simlucky, du hast ganz vergessen, wir brauchen noch ganz viel Ausrüstung, um gegen die Mutanten-Creeper zu gewinnen. Oh ja, ganz genau. Deswegen wird das jetzt hier, Nelly, der Waffenlagerungsraum. Okay, Simlucky, ich habe hier schon richtig viele Rüstungsständer platziert. Okay, und darauf werde ich jetzt die ganze Rüstung platzieren, wie zum Beispiel die Creeper-Rüstung, Nelly. Guck dir das mal an. Sieht das nicht cool aus? Was? Die Creeper-Rüstung? Wozu das denn? Oh Mann, die ist als allererstes komplett OP, denn das ist einfach eine Smaragd-Rüstung plus ein Creeper-Kopf. Und zweitens, wir können damit einfach so tun, als ob wir Creeper wären und dann könnten uns die Creeper uns gar nicht attackieren. Denkst du, die Welt denkt, dass wir Creeper sind? Oh, nee, Nelly, ich glaube nicht. Aber was hast du hier eigentlich platziert? Schau mal, ich mache hier die beste Rüstung auf der ganzen Welt. Okay, nur weil die lila ist, heißt nicht, dass die beste Rüstung ist. Schau mal, ich weiß, welche Rüstung am besten ist, nämlich die TNT-Rüstung. Und wisst ihr was, Leute? Ich werde gleich mit der Creeper-Rüstung einfach Billy komplett erschrecken. Was, die TNT-Rüstung? Bist du voll klug. Ich meine, Creeper, die können ja auch explodieren. Dann schlagen wir die mit ihren eigenen Waffen. Oh ja, Nelly, du hast sowas von recht. Das war auch mein eigener Plan. Wir werden jetzt hier vorne die ganze Rüstung platzieren. Schau mal, das ist einfach die TNT-Rüstung. Die sieht sowas von nice aus. Davon platzieren wir sofort eine zweite auch direkt. So, zack, überall machen wir die hin. Und schau mal, ich habe hier sogar noch die Amethyst-Rüstung platziert. Wow, und hier ist sogar noch so ein richtig cooles Schild drin. Oh Mann, das habe ich auch komplett vergessen. Aber schau mal, Nelly, ich habe hier vorne sogar richtig coole Schwerter und Waffen. Die werden wir hier in unser Regal platzieren. Hier vorne ist einfach so ein Rainbow-Schwert. Das ist ultra krass. Guck dir das mal an. Was? Das sieht... Wow, das ist ja total groß. Oh ja, Nelly, was hast du da für ein Schwert platziert? Das ist so ein lila Schwert. Hey, meins sieht viel besser aus, Nelly. Mach das sofort wieder weg. Ich glaube, das ist auch viel stärker. Guck mal, das macht einfach 14 Attack Damage. Daneben platzieren wir hier noch so einen Grappling-Haken, damit man immer schön wie Spider-Man sich rumschwingen kann. Wow, wow, Leute, was geht denn jetzt ab? Okay, und hier kommt noch was ganz Wichtiges. Und zwar eine Bazooka plus hier vorne noch eine Minigun. Wow, Simlucky, damit sollten wir auf jeden Fall gut ausgerüstet sein gegen die Mutanten. Oh nein, Nelly, das sind wir noch lange nicht. Nämlich werden wir uns noch was viel Besseres schnappen. Schau mal, hier vorne gibt es einfach so eine richtig, diesen richtig heftige Roboter. Wie zum Beispiel der rote Roboter, der gelbe oder der Pupsi-Roboter? Keine Ahnung, der Pisten-Roboter, ja ganz genau. Oder hier vorne der blaue Roboter. Welchen findest du am besten, Nelly? Ich finde... Lass mich gucken. Ich finde den gelben am besten, weil der ist von innen lila. Okay, das war klar, dass du ihn deswegen am besten findest. Weißt du was, Nelly? Wir werden jetzt einfach kurz zu Billy gehen. Und zwar habe ich hier die Creeper-Rüstung gerade an. Obwohl, nee, die habe ich nicht mehr an, Leute. Das ist nicht gut. Ich rüste mal schnell wieder aus. Und dann werden wir Billy komplett pranken, Leute. Aber sowas. Und ich bin vorhin schon komplett gespannt. So, zack.
Wir nehmen uns das jetzt alles und gleich, der wird so ausrasten, Leute. Der wird richtig Angst kriegen. Okay, Leute, wir sneaken uns jetzt ganz langsam runter. Nelly, bau du in der Zeit weiter. Ja, okay, werde ich machen, Sim Lucky. Ich bin schon richtig gespannt. Der wird total ausrasten. Oh ja, jetzt muss ich nur noch so tun, als ob es realistisch wäre. Aber da vorne ist auch schon Billy, der baut die ganze Zeit bei sich. Billy, ich glaube, die Creeper, die sind schon bei uns, Billy. Was, die ganzen Creeper sind da? Kann gar nicht sein, Sim Lucky. Niemals. Der glaubt mir gar nicht. Hey, Billy, wenn du mich glaubst, dann schau mal selber. Hier ist der erste Creeper. Oh nein, der Creeper kommt, Billy. Was ist das? Der Creeper ist weg hier. Was? Der lässt einfach die Kinder im Stich. Das hast du jetzt davon, Billy. Ich werde dich fressen. Warum redet der Creeper so wie Sim Lucky? Warte mal, was? Billy, das ist mich. Ich bin ein Creeper, Billy. Ich explodiere gleich. Das explodiert irgendwie auch gar nicht. Leute, ich glaube, ich brauche eine Bazooka. Oh nein, Leute. Ich werde jetzt komplett in die Luft sprengen. Irgendwie hört sich an wie Sim Lucky, aber Sim Lucky bist du in meinem Haus, oder? Ja, Sim Lucky ist bei seinem Haus, aber ich bin ein Mutanten-Creeper und Bobat! Aua! Aua! Ich bin tot. Warte mal, Billy, das war nicht so gemeint. Oder wo ist Billy hin, Leute? Billy! Ich habe einfach Billy erlegt, Leute. Das war nicht so geplant. Billy, bist du noch am Leben? Sim Lucky, ich bin hinter dir. Hier war gerade ein Creeper, der hat mich explodiert. Bin wieder respawned. Was? Billy, du bist respawned? Hier war ein Creeper? Oder hat der auch immer nicht gecheckt, dass ich das bin? Aber der hat so angehört wie du, ganz komisch. Oh ja, Billy, das war echt komisch. Aber gut, dass der jetzt weg ist. Sim Lucky, du bist beeil, der kommt jeden Moment wieder. Sim Lucky, der checkt gar nicht, dass du das warst. Oh ja, Billy ist echt ein bisschen lost. Egal, wir gehen wieder nach oben, Freunde. Billy, Prank erfolgreich, Leute. Und jetzt werden wir hier weiter unser Waffenlager ausbauen. So, Leute, was natürlich noch fehlt, ist ein richtig gutes Schild, damit wir die ganzen Explosionen von den Mutanten-Creeper abwehren können. Wir haben gerade zwar Billy noch geprankt, dass die Mutanten-Creeper da sind, aber die kommen halt wirklich gleich, Leute. Ich glaube, wir haben noch 5 Minuten Zeit, Nelly. Beeil dich, Sim Lucky. Was ist das für ein Schild, bitte sehr? Das hier ist einfach ein... was ist das für ein Schild, Leute? Ich teste das mal ganz kurz aus. Nelly, komm mal her. Hey, Sim Lucky, nicht an mir austesten. Das ist ehrenlos. Oh ja, Nelly, ich teste auf keinen Fall an dir aus. Und boom, Junge, pass, was ist das, Nelly? Hey, Elektroschock, Sim Lucky, Elektroschock. Nelly, es tut mir leid, ich kann dir jetzt leider auch nicht helfen. Sim Lucky, Elektroschock. Okay, Nelly, es tut mir leid, das war nicht so gemeint. Oh Mann, egal, wir platzieren hier sofort das nächste Schild und das ist einfach das TNT-Schild. So wie der Creeper kann das einfach explodieren und als letztes ein Diamantenschild. Hey, Sim Lucky, das war echt fies, das war gar nicht cool. Du kriegst gleich Rache. Oh Mann, Nelly, wir können darüber reden, okay? Es tut mir leid, ich werde dir auch einen tollen Kuchen dafür backen. Okay, okay, wir sind quitt. Da musst du mir aber wirklich einen tollen Kuchen machen. Ja, Nelly, versprochen. Ich mache den besten Kuchen aller Zeiten. Okay, das will ich mal hoffen für dich, sonst gibt es richtig Schläge. Was, mit einem Mobkiller? Damit killst du mich, Nelly, ist dir schon klar. Du hast mich Elektroschock, das war fies. Okay, Nelly, entspann dich. Wir müssen jetzt schnell bauen. Der Mutanten-Creeper kommt doch jeden Moment. Stimmt, okay, in dem nächsten Zimmer werden wir was richtig Cooles machen. Okay, Nelly, ich weiß, was wir hier machen. Wir werden einen Spieleraum bauen. Das fehlt uns noch und den werden wir komplett pink machen. Oh ja, mit der besten Farbe. Let's go! Okay, Nelly, schau mal. Apropos Spiele, Leute. Wir spielen ein neues Spiel auf unserem neuen Kanal, Leute. Das ist der Sim Lucky und Billy Kanal. Und da macht auch manchmal Nelly mit. Oh ja, checkt ihn alle gerne ab. Dann machen wir Roblox-Videos. Ultra cool. Ja, Freunde, alle jetzt abchecken. Würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Das seht ihr später im Abspann. Als allererstes würde ich sagen, platzieren wir hier einfach solche, so eine Zockerecke. Da kann man einfach Sonic zocken an so einem Spielautomaten. Hey, ist das cool, Sim Lucky. Lass uns noch mehr platzieren. Oh ja, wie zum Beispiel ganz viele Plüschtiere. Oh yeah, mit denen kann man immer richtig cool zocken. Und das sind so ganz viele Axolotl. Wir machen den ganzen Boden damit voll. Oh nein, Nelly, dann sieht das hier ein bisschen unordentlich aus. Das dürfen wir jetzt auch nicht. Ey, das sind doch nicht so viele Schweine. Das reicht doch mit denen. Wir haben hier 4 Kuscheltiere und, schau mal, wir machen hier so eine kleine Ecke, wo man einfach zeichnen kann. Oh ja, mit ganz viel Wasserfarben. Wow, das ist ultra cool. Da kann man immer richtig cool malen. Weißt du was, wie ich malen werde? Wen, Nelly? Ich werde eine richtig schöne Landschaft malen. Schau mal. Was? Okay, Nelly, ich bin echt gespannt. Das mache ich mit Graffiti. Guck mal. Okay, Nelly. Okay, ja, ich werde mal sehen, was du da machst. Ich guck gleich vorbei. Guck mal, in der Zeit werde ich hier vorne noch mehr Regale platzieren. Und darauf kommt einfach so ein DJ-Mixer. Junge, können wir mal fette Musik machen? Und dann nerven wir die ganze Zeit Billy in seinem Pupsi aus, was auch immer der dort baut. Junge, warum sind da...
Was macht der mit seinem Schwein? Der beobachtet die einfach die ganze Zeit nur. Hä, was macht der da? So, jetzt geht's mal weg, der Ministerin kommt. Hört auf, die ganze Zeit abzuhauen. Sie ist doch richtig schön, warum haut die ganze Zeit ab? Billy, ich glaube, die mögen nicht. Junge, da sind 50 Schweine auf einem Quadratmeter drauf. Die mögen das hier. Hör auf zu specken bei mir, Sunaki. Oh nein, die mögen das ganz sicherlich nicht dort, Billy. Hey, Sunaki, schau mal, was ich da hingemacht habe. Yo, Nelly ist einfach unser neuer Kanal. Ey, aber das ist ja ultra nice. Wie hast du es gemacht, Nelly? Ja, ganz genau. Guck mal, wie cool das aussieht. Oh ja, Nelly. Guck mal, hier vorne ist einfach... ey, das ist das neueste Video, Nelly. Vor 2 Stunden. Habt ihr das schon gesehen, Leute? Das war richtig cool. Da kommen jetzt richtig viele neue Videos. Oh ja, da war mal vor 7 Monaten, haben wieder Videos gebracht. Aber jetzt kommen da wieder neue Videos, Leute. Checkt das alle gerne ab. Würde mich sehr, sehr freuen. Guck mal, das sieht voll süß aus mit Billy. Aber Nelly, jetzt, wo unser Spielraum fertig ist, ist einfach so ein riesen Fernsehen, hast du hier hingemacht. Würde ich sagen, machen wir den letzten Raum. Was willst du hier hinbauen? Okay, ich entscheide diesmal. Wir machen einen Pool. Yo, ein Pool, das ist mal eine ultra gute Idee, Nelly. Okay, warte mal, ich habe eine Idee. Ich schnapp mir jetzt hier mal ganz kurz Quarz. Nämlich wird der unten aus Quarz bestehen. Und da müssen wir da jetzt ganz viel Wasser hinmachen. Einfach ein Pool und dann kann man hier draußen immer schön rausgucken. Aber Nelly, ich glaube, das ist nicht so gut, dass wir hier einen Pool machen, weil wir haben keine Zeit zum Schwimmen. Wir müssen uns verstecken von Mutanten-Creepern. Ja, aber wenn wir die Mutanten-Creeper überleben, müssen wir hier auch richtig Spaß haben. Oh ja, da hast du recht, Nelly. Genau deswegen werde ich jetzt hier noch so eine kleine Snackbar hinbauen. Da kann man sich immer schön was zu essen schnappen. Ich mache das mal so. Zack. Warte mal. Wir machen das so. Perfekt. Jetzt müssen wir noch den Boden hier ändern. Und jetzt machen wir hier die coolsten Snacks. Wie zum Beispiel ein Kokosnussdrink. Den kann man immer schön trinken. Nelly, mach du mal in der Zeit den Pool. Ich werde jetzt hier vorne einfach noch so einen kleinen Schirm platzieren. Damit auch nicht die Sonne auf einen runterknallt, Leute. Das dürfen wir auch nicht vergessen. So, zack. Warte mal. Wir öffnen den kurz. So. Warte mal. Ja, perfekt. So klappt das. Damit der hier die ganzen Drinks vorbereitet, auch keinen Sonnenhitzeschlag oder sowas kriegt. Leute, das wäre gar nicht gut. Hier machen wir jetzt noch ein paar Stühle hin, wo man sich schön sonnen kann, Freunde. Das sieht sowas von gut aus. Weil ich habe auch so den Boden kaputt gemacht. Und Nelly, ich sehe gerade, du kümmerst dich schon um den Pool. Oh ja, hier kann man immer richtig schön schwimmen. Ja, das ist perfekt, Nelly. Aber du hast was vergessen. Und zwar brauchen wir noch einen Rüstungsständer, wo wir ganz viele Badesachen haben. Schau mal, ich platziere einen hier und einen auf der anderen Seite. Hier beim linken werde ich die Jungs-Badesachen hinmachen, wie zum Beispiel eine Hose und einfach eine richtig coole Brille, Leute. Schaut mal, sehe ich jetzt nicht schon viel cooler aus? Haha. Nelly, wie findest du meine Brille? Die sieht voll angeberig aus. Ey, die ist cool, Nelly. Oh, Leute, guckt mich mal an. Und hier auf der linken Seite werden wir ein Bikini hinplatzieren für die Mädchen. Okay, jetzt müssen wir hier vorne... Wir können einfach so einen Schwimmreifen nehmen. Ey, wie cool sieht das denn bitte aus? Was ist das für ein Schwimmreifen? Gibt es ja auch irgendeinen coolen... Es gibt einen Axolotl-Schwimmreifen! Den will ich haben, Sunaki. Gib schon her, Mann. Bitte, bitte, gib her. Okay, Nelly, kannst du haben, aber eigentlich sollten wir nicht mit unseren Kleidern hier schwimmen gehen, okay? Was ist das denn für einer? Das ist ein Pelikan-Schwimmreifen. Ja, warum sind wir damit so schnell? Wow, damit können wir richtig viele Runden drehen. Das ist ultra nice. Warte mal, ich schnapp mir die mal alle und tu die hier. Ich tu die hier vorne rein. Nee, ich tu die alle in eine Kiste rein. Da wird es noch gekühlt, Leute. Das ist gar nicht gut. Zack, ich schnapp mir hier eine Kiste, platziere die Kiste genau dahinter und hier tun ich die ganzen coolen Dinge rein. Perfekt. Okay, und davon noch ganz viele, damit die hier auch genügend haben, Leute, die ganzen Kinder. Perfekt. Und jetzt würde ich sagen, Nelly, wir sind bereit, gegen den Creeper anzukämpfen. Billy, ich hoffe, du hast auch schon vorbereitet. Die ganzen Kinder werden in unser rauskommen. Komm schnell, Kinder, der Mutanten-Creeper kommt. Okay, Leute, ich gehe mal runter und, oh nein, ich bin schon Survival-Modus gesetzt worden. Und, hä, was machen die ganzen Kinder hier? Wir sind schon mal runtergegangen, weil das bei Billy war voll schlecht. Warte mal, was? Ihr habt euch freiwillig entschieden für unser Haus? Oh Mann, das war klar. Denn hier ist es richtig toll. Nicht so wie bei Billy. Meine Schweine sind echt toll. Junge, der ist noch immer seine ganzen Schweine am Beobachten, die dort im Schlamm baden. Und Nelly, kann es sein, dass der Mutanten-Creeper schon da ist? Sunaki, schau mal draußen. Da ist ein Mutanten-Creeper. Was, Nelly? Lass mal schauen. Yo, wie groß ist der denn bitte sehr? Nelly, wir müssen ganz schnell wieder ins Haus. Wenn der uns sieht, war's das mit uns. Sunaki, ich kann mich nicht mehr bewegen. Der ist so gruselig. Ich bin in Schockstarre. Nelly, ich werde dich schnell wegtragen. Warte mal. Und komm her, Mann. Und zack. Nelly, komm mit. Geh dann sofort wieder rein. Nelly, wo bist du hin? Komm mit, Nelly. So, perfekt. Ich hab dich. Alles gut, Nelly. Kein Problem. Oh Mann, der Mutanten-Creeper ist so wow. Der macht mir so Angst. Billy, alles gut bei dir? Oh Mann, meine Schweine sind echt hübsch. Was ist denn los, Sunaki? Ach egal, Billy. Vergiss es. Junge, der hat einen Mutanten-Creeper immer noch nicht gesehen, Leute. Ich würde sagen, falls ihr uns retten wollt, lasst jetzt ein Abo und Like und drückt ihr schnell aufs nächste Video. Checkt den neuen Kanal ab. Und ansonsten, lasst ein Abo und Like da. Aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Und jetzt, ciao, ciao, Leute. Ihr seid die Besten. Tschüss. Tschüss, Leute. Ciao, ciao. Pupsi, tschüss.